Es passiert so unglaublich schnell, dass wir uns im Alltagsquatsch verhaken und den Kontakt zu uns selbst verlieren. Mein Name ist Dieter Wendorf, ich bin Pfarrer in einer kleinen Gemeinde in Südhessen und Seelsorger und freue mich, wenn Sie mich einen Moment begleiten auf dem Weg, wie können wir etwas tun, damit wir den Kontakt zu uns selbst behalten. Wie kann ich den Kontakt zu mir selbst nicht verlieren? Sie kennen solche Tage oder Wochen, wenn alles nach uns schreit, wir immer mehr Druck und Verantwortung haben und so unsere leise innere Stimme nicht mehr hören, eigentlich keinen Kontakt mehr zu uns selbst haben. Und wenn uns dann jemand fragt, wie geht es Ihnen oder wie geht es dir, dann wissen wir es eigentlich gar nicht so genau. Aber nicht verzweifeln. Es gibt einen super einfachen Trick, um den Kontakt zu sich selbst zu behalten. Fragen Sie sich jeden Morgen, vielleicht bevor Sie aufstehen oder wenn Sie alleine leben beim Frühstück, einen Moment: Was brauche ich heute? Von welcher Qualität brauche ich heute mehr? Und was kann ich dafür tun? Noch einmal: Was brauche ich heute? Von welcher Qualität brauche ich heute mehr? Und was kann ich dafür tun? Vielleicht wäre Ihre Antwort mehr Ruhe, mehr Respekt, mehr Miteinander, mehr Selbstfreundlichkeit, mehr Lebendigkeit. Wenn Sie einen Moment mal überlegen für heute, was brauche ich? Von welcher Qualität brauche ich heute mehr? Und was kann ich dafür tun? Was wäre das? Was es auch für Sie ist, überlegen Sie einen Moment, was Sie heute ein klein wenig dafür tun können, um etwas mehr dahin zu kommen. Manchmal ist das schwerer und manchmal ist es ganz offensichtlich. Aber indem Sie jeden Tag einmal in Kontakt mit Ihren tiefen inneren Bedürfnissen sich in Verbindung bringen und die Verantwortung für Ihre Wünsche übernehmen, halten Sie immer mehr den Kontakt zu sich selbst. Wie viel Kontakt Sie zu sich selbst haben? Ganz einfach. Wenn Sie jemand fragt, wie geht es Ihnen, und Sie wissen es. Ist es nicht wunderbar, dieses Gefühl, nahe bei sich selbst zu sein? So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.